Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Training Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Es ist Freitag, der 14. August. So, wir haben direkt hier die Big Number 13.000er Marke. Wir platzieren hier unseren Trade, eine 15er Box. Wir haben bis zum 10.11. Luft. Wir aktivieren das Ganze. Anderes Ziel ist 0,05, 0,005. Spielt aber nur eine Rolle für den ersten Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und wollen dann ein wenig mehr Punkte mitnehmen. Wir brauchen für unser Gewinnziel für den ersten Trade circa 7,5 und ab dem zweiten wird es dann größer. Maximal 15 Punkte. Wir haben eine Kurslücke von gestern Abend hier in dem DAX bei 12.956 Zähler. Wenn wir in diesem Chart bleiben, sehen wir gestern Abend wieder eine blaue 13er Box, ja, die versucht hat, oben rauszugehen und dann im zweiten Trade hier in den Gewinn gelaufen ist. Eine 23er Box, die auch oben versucht hat und dann hier im zweiten Versuch Short rauszugehen. Dann haben wir eine 19er Box, eine 29er Box. Also es gab Blue Boxen auch gestern einige, die man gut handeln konnte. Dann haben wir die Vola Boxen. Ich gehe da mal auf 5 Minuten rein. Dann sehen wir das ein bisschen eindeutiger. Und dann sehen wir hier, gestern sind wir in den Vola-Boxen gar nicht im DAX reingekommen. Die Volatilität, es war also sehr, sehr gering, obwohl wir die Trading Range, wenn wir sie abmessen, wir sind da verwöhnt, aber es sind immerhin noch 154 Punkte gewesen, die der DAX vom Hoch bis zum Tief gestern Abend getätigt hat. Und wir sagen ja im Durchschnitt 120 Punkte. Insofern sind wir über dem Durchschnitt gestern gewesen. So, wir schauen uns dann einmal heute gemeinsam die Tagestrades an. Das ist also unsere Tagesstrategie. Ich screen einmal unsere Tagesstrategie. Gold ist in den Gewinn gelaufen. Audi Kanadisch Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Kanadisch Dollar Schweizer Franken läuft noch. Man ist dort long. Euro Kanadisch Dollar läuft auch noch. Da ist man short. Britisch Pfund Kanadisch Dollar läuft auch noch short. Nikkei, wer ihn getradet hat, ist in den Gewinn gekommen. Neuseeland US-Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Stocks entwickelt sich noch. Da ist man noch long. UK ist man auch noch long. Und der letzte Markt ist USD Japanisch Yen. Da ist man in den Gewinn schon gelaufen. Also die kleinen Kästchen zeigen uns ja unser Gewinnziel an. So, jetzt muss ich aber kurz einmal in unseren Bereich reingehen. Wir sind also Big Number 13.007 gehen wir long und 12.992 gehen wir short. Wir gehen wieder in die 4-Stunden-Strategie, Kim Jun Sen. Auch hier screen ich einmal durch. Und hier sehen wir, wer also diesen Trade gemacht hat. Entweder war das das erste Signal, oder wenn der Sonne gewandert ist, oder hier gestern, wer diesen Trade gemacht hat, ist in den Gewinn gelaufen. Euro-Austral-Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Euro-Schweizer-Franken, den treten wir eigentlich gar nicht, weil der Markt, ihr seht es hier, da gibt es einen Impuls, glaube ich, irgendwann, aber jetzt sehen wir hier auch 4 Stunden. Der Markt ist also hier in so einer Seitwärtsrange, also die würde ich rausschmeißen. Euro-Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Wer ihn gestern getradet hat, ein sauberes Long-Signal hier ist in den Gewinn gelaufen. Oder jetzt dieses Signal ist ein älteres Signal, also das Signal am 13. hätte man nehmen können. Britisch Pfund US-Dollar ist in den Gewinn gelaufen. Auch hier war es nicht der erste Trade. Sondern es gab hier auch schon mal einen, aber ansonsten, Trade ist in den TP gelaufen.
laufen. Wir bleiben auf den großen Zeitebenen, gehen hier nochmal in Gold rein. Gold auf Tagesbasis sehen wir, es gab diesen Short-Setup, ist auch in den Gewinn gelaufen. Jetzt konsolidiert der Markt sich, wir sind unter 2000 Dollar, 1900. 51. Auf Wochenbasis sehen wir, wenn die Woche jetzt die Kerze so schließt, dann haben wir ein Unentschieden, ja, von den Kerzen. Mini, mini Körper. Auf Monatsbasis sind wir für den Monat August, das ist ja die Mitte des Monats, sehen wir hier einen, ja, auch leichten Rückgang jetzt. Die Kerze ist aber noch blau. Wenn wir hier bleiben und in den The DAX gehen, sehen wir auf Monatsbasis für den Monat August eine blaue Kerze. Noch auf Wochenbasis diese Woche auch eine sehr bullische Variation, also blaue Kerze. Auf Tagesbasis sehen wir nach dem Short Setup hier das Signal vom 30. Juli, ging es hier runter. Gewinn, der Short Trade ist in den Gewinn gelaufen. Und dann haben wir auf Tagesbasis seit dem 12. August eine blaue Heiken-Ashi-Kerze. Trotzdem, das muss man dazu sagen, sind wir immer noch im Short-Modus, weil wir die rote Sonne hier oben haben. Also da bleibt das Ganze. Im Gegensatz zum Wochenchart sind wir long und Monatschart sind wir auch long. Ja, blaue Sonne und das Ding ist long. Und wir haben, wenn wir es auf Monatsbasis sehen, was immer sehr häufig erwähnt wird, ja, also diese V-Formation, ja, fast erreicht. Der Markt hat also ein Tief und ist wieder hochgelaufen. So, jetzt ist die Frage, wird es aus dem V ein W? Und so können alle Kaffeesatzleser dann im Nachhinein sagen, habe ich doch gesagt, V oder W oder wie auch immer. Also, wir konzentrieren uns auf unseren Eröffnungstrade jetzt. Und wir sind dort im Eröffnungstrade Short. Wir haben hier den sogenannten Daily Pivot, der heute bei 12.983 Punkte zählt, ist vor der Brust. Es ist, meine Damen und Herren, der 799. Eröffnungstrade heute. Ja, am Montag, wenn alles heute nach Plan läuft. Wir wollen noch nicht den Teufel an die Wand jetzt malen. Aber wenn alles nach Plan läuft, hätten wir am Montag dann den 800. Trade. Heute 799 und da bin ich gespannt. Der 799. Trade ist ein Big Number Trade. Ja, wir wechseln ja, variieren ja von den drei Boxen, was zuerst reinkommt morgens. Gestern hat es ja ziemlich lange gedauert. Ja, vorgestern. Also heute ist es ein Big Number Trade, 799. Insgesamt haben wir jetzt schon mehrere Tausende von Boxen getradet. Es ist ja immer nur der erste Eröffnungstrade, also 800 Tage, 799 Tage jetzt in unserem Videologbuch. Und ich bin gespannt, wie der 799. Trade, ob er im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten, im fünften, im sechsten oder im siebten oder im achten in den Gewinn läuft. Also, es ist 8:35 Uhr. So, wir sind im zweiten Trade jetzt. Im zweiten Trade. Zweiter Trade. Und es ist 8:40 Uhr, noch 20 Minuten bis zum. Also der 799. Trade, Big Number, geht jetzt erstmal in die zweite Runde. Wir sind long. Jetzt wird auf der gegenüberliegenden Seite bei 12.992 multipliziert. Das sieht man dann auch hier im Konto. Ja, also erste Order 0,1, zweite Order 0,3, dritte Order 0,60 und so weiter und so fort. Das ganze Spiel geht dann bis in Richtung 10.
Trade, wenn der Markt sich aufschaukelt. Je mehr er sich aufschaukelt, umso wahrscheinlicher, dass der Markt dann den Breakout, den Ausbruch aus dieser Range hier tätigt und wir sogar mehr verdienen als beim ersten Trade. Ja? Schauen wir uns mal, die gestrichelte Linie ist unser Gewinnziel, unser sogenannter TP. Ja? Und wir sind jetzt auf Handschaltung. Das heißt, die Software nimmt uns jetzt nicht automatisch raus, sondern wir gehen auf einen manuellen Ausstieg und warten jetzt, ob der Markt nach oben rausbricht oder vielleicht noch mal in die Verlängerung läuft. Einundvierzig Sekunden noch. Wir sind im dritten Trade und gehen auf angepasst hier und ziehen den Trade erstmal Richtung Gap Close. Das heißt, dritte Trade, gestrichelte Linie. Ihr seht es hier, ist unser aktuelles Gewinnziel. Und es ist jetzt schon mehr, als wir in dem ersten Trade verdienen würden. Und wir sehen, die gestrichelte Linie erreicht gleich das Gewinnziel. Wir haben noch 7 Sekunden bis zur Markteröffnung. Und wir sind jetzt im Gewinn, 799. Und es ist 9 Uhr. Wir sehen die Kurse hier. Und wir sind raus aus dem Trade. Und der 799. Handelstag wurde geschlossen mit im dritten Trade. Und wir gehen jetzt weiter und machen die Big Number. Noch einmal, die Vola-Boxen sehen wir auf der linken Seite. Ja, Trade Nummer 799, Handelstag 799, muss man ja sagen. Und geht jetzt zu Ende. Es ist Freitag. Wir werden also Montag den 800. Handelstag aufzeichnen, beziehungsweise den ersten Trade ja morgens. Insgesamt haben wir dieses Jahr schon über 1500 Boxen getradet, allein nur dieses Jahr. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne ein Gastzugang holen, Testzugang 30 Tage, mich würde es freuen. Ansonsten schönes Wochenende, bleibt gesund und bis Montag dann.